Herzlich willkommen zurück zu das Schwarzauge Schicksalsklinge. Und wie ihr seht, ist unsere Gruppe immer noch schwer damit beschäftigt, aber weit es geht, ohnmächtig aus dem Wald zu klettern. Allerdings, ha, Gabriel, das war doch mal eine super Idee hier mit dem Seil und als Seilzug zu verwenden, um unseren freundlichen Helden hier rauszukommen. Und seh, da vorne, der Wald wird lichter. Wir haben es gleich geschafft. In welche Richtung wollten wir jetzt nochmal? Denkt sich Tialf. Natürlich nach Tyldorn, Tialf. Natürlich nach Tyldorn. Hoffentlich können wir bald rasten, damit sich der Rest von unserer Gruppe auch ausruhen kann. Tialf und Gabriel in Klanik an. Tyldorn. Es war zu einem Zeitpunkt, als der Rest der Gruppe bereits wieder halbwegs auf dem Damm ist. Hoffentlich haben die hier einen Schmied. So kaputt wie unsere Waffen sind. Der Schmied, meint Gabriel, ist da drüben zu Rayane. Hast du vielleicht etwas zu sehr auf den Kopf bekommen? Ach, gar nicht wahr, das, geht doch überhaupt nicht und so. Ich bin doch noch voll beim Kopf und da und so. Rayane sieht tatsächlich sehr verwirrt aus. So verwirrt, dass sie nicht einmal den, Eine milde Gabe oder auch mehrere. Und für den Rest meines Lebens werde ich die Götter um Schutz für euch bitten. Ruft euch aus einer Toreinfahrt ein Bettler entgegen. Nicht schon wieder? Wir sind Maltraja gefällig, Rayane ist Maltravia gefällig. Plötzlich verschwindet der Ausdruck des Leidens auf dem Gesicht. Und er grinst euch offen an, ob euren Erstaunens. Hat euch diese Vorstellung gefallen? Sind denn alle Bettler im hohen Norden Betrüger, denkt sich Rayane. Da will man mal Travia gefällig sein und dann fällt man wieder darauf hinaus. Nein, ab jetzt gibt es keinen Dukaten mehr für die Bettler. Stinkwütend stampft sie mit dem Fuß auf. Gibt es denn wenigstens in diesem Kaff eine Herberge? Ja, zumindest ein Vierrundtempel. Okay. Ich wundere mich nur gerade, welches Tier das darstellen soll, weil ich hätte es als Bär interpretiert. Ich dachte, der Bär wäre nicht gerade das Symbol von Firon. Oh, tatsächlich, eine einzige Herberge gibt es. Lasst uns hier ausruhen. Lasst unsere Wunden verbinden, Herbergswirt. Der schaut etwas in der Herbergswirt, schaut ziemlich entgeistert, als die sehr angeschlagene Gruppe hereinkommt und ist nur froh, wie sie sich schnell für den Schlafsaal entscheiden, um dort oben zu verschwinden und den gerechten Heldenschlaf der nächsten sechs Stunden zu verbringen, nur um dann bei dem Wirt vorbei, Schmieds vorbeizuschauen. Doch, der Schmied ist doch jetzt im Bett, erinnert sich Rayane. Dann lasst uns doch einfach weiter schlafen. Ich mache mir langsam wirklich Sorgen um unsere Schleuderin. Ich glaube, sie hat ein paar Schläge zu viel auf den Kopf kassiert. Wir müssen mal besser auf sie aufpassen, denkt sich flüsternd Gabriel zu Tialf. Ja, dann schlafen wir doch unsere 10 Stunden.
11 Stunden. Dann ist der Schmied garantiert wieder hier und... So langsam sollte es uns auch besser gehen. Oh, Markttag. Gabriel schüttelt seinen Wasserschlauch. Sollten wir nicht lieber beim Herbergswirt Wasser holen, als unser Wasser zu holen, das wir jetzt verbraucht haben? Pfeile. Pfeile, erinnert Eldaril. Ich brauche wieder Pfeile. Was ist das denn für ein Angebot eines Waffenhändlers? Das ist ja mehr Hose als Waffenhändler. Sieht an, der Kräuterhändler hat in seiner Hand mehr, Mist. Sieht an, der Waffenhändler hat in seiner Hand mehr... Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Eine junge Frau läuft zwischen Kisten und Schachteln voller Tinkturen und Kräuter herum, prüft Listen mit Zutaten und schüttelt hin und wieder Fiolen. Manche davon leuchten bei der Bewegung grell auf. Von der Decke hängen trockene Stauden. Sie lächelt euch an. Was darf es sein? Rayane ist heute nicht sehr gesprächig. Ich gebe einfach mal her, was ihr habt. Oh, Alraune. Aber es ist so teuer. Und wir hatten mal weitaus mehr Geld. Und sieht an, die Kräuterhändlerin hat mehr Waffen in der Hand als der Waffenhändler in seinem Sortiment. Ja, nee, das Sortiment hier ist wirklich zum Erbarmen schlecht. Dann lasst uns wenigstens zum Schmied gehen und schnellst aus diesem Kaff wieder entschwinden. Damit wir dann nach Witzand kommen, wo uns hoffentlich ein weiteres Stück der Karte erwartet. Gabriel erinnert allerdings daran, dass auch er noch eine kaputte Waffe hat. Ja, Herr Schmied, ihr kommt heute nicht gerade an den an Arbeit vorbei, drückt ihm Gabriel den Zweihänder in die Hand. Ja, ich weiß, die Rayane, der ist etwas günstiger zu reparieren. Rayane schaut ihn nickend an. Du lernst, wie es geht. Jetzt brauchen wir noch Pfeile für Eldariel. Sonst nutzt uns der Elf wieder nichts. Meinst du, es gibt in diesem elendigen Kaff so etwas wie einen Waffenhändler? Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen, meint Rayane aufmunternd. Zumindest ist das mal ein sehr kleiner Gemischtwarenhändler. Hier wollten wir aber doch gar nicht rein, als die Gruppe kollektiv durch die Tür stolpert, da Rayane plötzlich vor der Tür stehen bleibt und der Rest der Gruppe so dicht voreinander steht, dass sie nicht mehr bremsen können, stolpern sie alle einfach durch die Tür. Ich finde, der Händler erst verdutzt, guckt, was wollt ihr denn hier? Nichts, nichts, wir gehen wieder. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann bleibt auch draußen. Die Gastfreundlichkeit im Torwall hat definitiv abgenommen. Mein Sinder trocken. Seht ihr, da hinten ist doch ein Schild mit Waffenhändler. Hier, genau. So, Eldariel, hier kriegst du endlich wieder deine Pfeile. Der Elf schaut beglückt rein, als er dies sieht, dass es tatsächlich endlich wieder etwas an Pfeilen geben kann. Aber erstmal, erinnert Rayane, sollten wir ein wenig verkaufen, damit wir hier auch bald wieder etwas mehr Geld in unseren Säckeln haben.
das könnten wir natürlich noch für unsere Routen, die Hacke Mandrajane, könnten wir noch für unsere Routen durch die Pässe der Welt, der Gebirge brauchen. Ja, lieber erstmal nicht. Aber so eine Robe hier braucht doch kein Mensch. Meint Gabriel und verkauft sie tatsächlich für einen ziemlich beschissenen Preis. Worauf er wieder böse Blicke von Rayane erntet. So viele Silberstücke. Silberrollen braucht der Kurian doch gar nicht mehr. Warum haben wir die eigentlich alle mitgenommen? Meint Rayane und verkauft das eines der Erinnerungsstücke an den gefallenen Kameraden. Was? Jetzt habe ich es wohl etwas übertrieben, meint Rayane kleinlaut, als plötzlich hinter dem Waffenschrank ein gewaltiger Rondrakam zwei Hände hervorgerufen wird. Raus! Mit solchen Dieben hier verhandle ich doch nicht! Eldariel trug traurig rein. Was seid ihr auch immer so gierig, gute Rayane? Jetzt habe ich wieder keine Pfeile. Du bist doch ein Elf im Wald aufgewachsen. Machst du dir deine Pfeile nicht selber? Rayane ist ganz offensichtlich beleidigt. Jetzt lasst uns noch den Rest des Tages in der Herberge verbringen, damit es uns wieder halbwegs gut geht. Und wir gehen noch etwas essen. Die Stimmung in der Gruppe ist gerade etwas getrübt. Und das Geldsäckel wird tatsächlich wieder immer kleiner. Wirt! Her mit dem Essen! Als klar wird, dass das Essen nicht gerade das Beste ist, schlägt Rayane auf den Tisch, sodass Tier vor Schreck fast zum Stuhl fällt. Was soll denn das? Drei Silberstücke und dafür das abgestandene Bier hier? Und das Essen, da rennt ja schon das Essen weg! Was soll denn das? Schwütend und schmollend und stampfend geht sie die Treppe hoch. Wenigstens ist das Bett halbwegs benutzbar. Und wütend, jammernd und grölend schläft, geht sie zu Bett, um den Rest des Tages tatsächlich zu verschlafen. Rayane, bist du wieder etwas besser gelaunt? Fragt die Gruppe sie am nächsten Tage. Naja, ich will nur aus diesem elenden Kaff hier weg. Hauptsache ist, wir sind hier bald weg und wir finden noch ein Stück der Karte, wie dieser elendige Hetman endlich bald zufrieden ist. Schmied? Er mit dem Zweihänder. Und Gabriel, vergisst du jetzt nicht wieder mal deine Waffen zu. Pflegen. Ich werde daran denken, wenn wir das nächste Mal rasten. Und nun weiter nach Witsand. Ich will jetzt endlich das Stück der nächsten Karte haben. Und mit nicht gerade guter Laune heute geht die Gruppe deswegen mit einer ziemlich schlecht gelaunten Rayane auf ihre Reise nach Witsand. Von hier aus kann man alle Häfen am Hjalding Golf erreichen. Das übliche Treiben beginnt, als die Gruppe zu rasten beginnt. Allerdings für Rayanes Laune schon deutlich besser, als sie sieht, wie Eldariel zwei dicke Hasen erbeuten kann, auch ohne Pfeile. Und Gabriel sich sogleich daran macht, einmal in der Runde die Waffen zu reparieren, die hier noch in schlechterem Zustand sind. Sollte dies der Fall sein.
Diesen Mengbila könnten wir doch auch mal verkaufen. Den verwendet ja sowieso keiner. Denkt sich Rayane. Elendige Grotpelze, ertönt plötzlich nachts der Ruf von Rayane. Jetzt greift ihr mich schon im Traum an. Gabriel schaut genauer in die Dunkelheit, wo er es schon seit einiger Zeit seltsame, leicht kichernde und quäkende Geräusche gehört hat. Ich glaube, das ist nicht nur ein Traum, Rayane. Und in diesem Moment springen aus dem Busch 6 Goblins und Gabriel geht mit vollem Einsatz sofort in die Schlacht. Für Rondra! Und wacht auf! Die Goblins sind hier! Und das werden immer mehr. Nach langem, hartem Gefecht in dessen Laufe wieder einmal Dragan irgendwann einen zu starken Schlag auf den Kopf bekommen hat, fallen dann tatsächlich auch die letzten Goblins um. Nicht mal in Ruhe rasten kann man hier. Sinda geht schweigend daran, die Wunden Rayanes zuerst einmal zu heilen. Jetzt lasst uns doch mal noch ein wenig schlafen, bevor es weitergeht. Meint Gabriel fürsorglich zu Rayane, um sie wieder etwas zu beruhigen. Ich weiß nicht, was los ist mit dir, Rayane, aber du musst deine Laune langsam mal wieder aufbessern, sonst wird das hier nichts. Du bringst ja die ganze Gruppe in Verlegenheit mit deinem Verhalten die letzten paar Tage. Sinda schaut ihr nur bösartig an. Ja, was soll ich denn machen? Wenn ich hier ständig von irgendwelchen... Dieses Mal Rayane tatsächlich aufgeweckt wird bei ihrer Wache, aufmerksam wird auf die Abenteurer. Jetzt wollt ihr denn jetzt auch noch? Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Ständig will jemand was von einem, wenn es dann nur das eigene Leben ist. Wenigstens, Rayane, schau mal, wenigstens hatten die etwas Geld dabei, meint Gabriel leicht grinsend, als er feststellt, dass Rayane ebenfalls ohnmächtig am Boden liegt. So langsam habe ich das Gefühl, das hat Methode, denkt sich Gabriel. Eigentlich wollten wir nur schnell nach Witzand reisen, aber wir kommen wieder nicht voran. Sinda macht sich wieder mal schweigend daran, Wunden zu verbinden. Wir müssen dringend etwas gegen unser überbordendes Inventar unternehmen, meint Gabriel. Das habe ich in der Kriegerakademie irgendwie anders gelernt, mit dem Ordnung halten im Rucksack. Jetzt lass uns erstmal schlafen, Gabriel. Irgendwann kommen wir noch in Witzand an und dann wird alles wieder gut. Ich denke, Rayane braucht einfach nur langsam wieder einen. Springen hinter einem Gebüsch 4 Räuber auf. Als ihr euch umdreht, könnt ihr feststellen, dass der Rückweg von 3 weiteren Wegelagerern blockiert ist. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich alle 7 als Orks, die jetzt mit gezogenen Waffen langsam näher kommen. Wollt ihr... Eldari schaut zu Rayane, die sagt, nein! Gabriel und Tialf tun dasselbe. Nein, heute gibt's keinen Kampf. Ich will nach Witzand. Und jetzt ist noch einer von euch deswegen den Löffel abgibt, weil ihr euch mit ein paar blöden 7 Orks hier verprügelt. Dann bringe ich euch um in Golgaris
Orons Reich noch auf Golgaris schwingen, bringe ich euch auch um. Rayane ist wirklich schlecht gelaunt, denkt sich Dragan, sehr schlecht gelaunt. Ich bleibe heute lieber etwas schweigsam. Die Gruppe versucht tatsächlich einfach durchzufliehen. Und was sie gar nicht muss, denn... Ein Skalde kommt des Weges. Als er euch sieht, eilt er zu einem Stein und beginnt ein sehr schmeichlerisches Lied anzustimmen. Doch vor den Orks zu fliehen, braucht man gar nicht, denn als sie die Triraden von Rayane hören, nehmen diese schon selber die Beine in die Hand und laufen davon. Vor einem so aggressiven menschlichen Dame haben wohl selbst Orks schon Angst. Ein Skalde kommt des Weges. Rayane, ist das nicht etwas Schönes? Wir sollten etwas fragen. Vielleicht weiß er ja, warum wir hier ständig überfallen werden im Norden. Irgendwie war das im weiter Süden nicht ganz so schlimm, denkt sich Eldariel. Lieber Skalde, was wisst ihr über diese Region? Hier beginnt Aventuriens unbekannter Ozean. Weit im Westen liegt das sagenumwobene Güldenland, erklärt der Skalde euch freundlich. Dragan murmelt beleidigt, das hätte ich euch auch sagen können. Der tut so weise und weiß gar nicht mehr und weiß dann doch wieder gar nichts mehr, was andere nicht auch schon wissen. Dennoch bedankt sich Eldariel freundlich, um mal etwas Harmonie in die Gruppe zu bringen. Und er verabschiedet den Skalden sogar mit dem Gruß den Zwölfen. Bevor es dann auch schon wieder dunkel wird. Eldariel aber beschließt, die letzten paar Schritte noch so zu laufen, denn sonst werden sie ja doch wieder nur beim Schlafen überfallen. Und da kommt die Gruppe endlich nach langer Tortur in Witzhand an. So, und mit diesem Ankunft verabschiede ich mich dann für heute, bevor mich Rayana auch noch aufspießt, weil ich so viel Scheiße laber. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss.